Eine letzte Wendung, ein starker Absprung und der Rest ist Jubel. Zum ersten Mal seit 2010 gewinnt Irland den Mercedes-Benz-Nationenpreis beim CHIO Aachen. In beiden Umläufen bleibt das Team komplett ohne Fehler. Ich bin begeistert von meinem Team und mein Pferd war einfach fantastisch. Hier in Aachen zu gewinnen ist speziell, vor allem weil der Nationenpreis ein Traum für jeden Reiter ist. Das Niveau beim mit 1 Million Euro dotierten Länderspiel der Springreiter ist vor 40.000 Zuschauern von Beginn an hoch. 5 von 10 Nationen bleiben im ersten Umlauf ohne Fehler. Überraschend scheiden die USA und Vorjahressieger Schweiz schon zur Halbzeit aus. Das deutsche Team landet am Ende auf Platz 6. Bei André Thieme und Olympiareiter Christian Kuckuck fallen jeweils Stangen. Stark hingegen eine Debütantin. Kendra Clarissia Brinkhopp bleibt bei ihrer Nationenpreispremiere mit ihrem erst 9-jährigen Hengst Tabasco fehlerfrei. Für eine Deutsche hier in Aachen einen Nationenpreis zu reiten, das fühlt sich an wie ein Championat zu reiten, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Je nachdem ist es für mich schon jetzt ein Traum, hier starten zu können. Mit einer Doppel-Null-Runde ist natürlich umso schöner. Ein weiterer Lichtblick. Auch Jana Vargas bleibt auf Limbridge 2-mal ohne Abwurf. Dank der Amazonen landet Deutschland immerhin noch auf Platz 6. Ich würde fast sagen, die Runden waren besser, als es das Ergebnis aussagt. Aber trotzdem sind wir nicht zufrieden im 6. Platz. Hier zu Hause in Aachen mit einem guten Team. Da haben wir uns mehr versprochen. Sieger der Herzen werden an diesem Abend im ausverkauften Aachener Reitstadion die Mexikaner. Sie landen überraschend auf Platz 2 und feiern das wie den Sieg beim Mercedes-Benz-Nationenpreis.